Hallo Jörg Wirlinge, hier noch einmal eine Nachtragsepisode. Ich werde mir noch einige Steam-Errungenschaften besorgen, die ich mir im Let's Play von Pillars of Eternity 2 nicht geholt habe bisher. Das ist eine ganze Menge. Naja, es geht eigentlich. Und ich ging mal los mit der Steam-Errungenschaft, die da lautet. Feindliche Übernahme heißt sie. Schließe die Questreihe der Königlichen Todesfeuergesellschaft-Fraktion ab. Die schließt man dann ab, wenn man sich mit den Königlichen Todesfeuergesellschafts-Heinis verbündet. Das habe ich im Let's Play nicht getan. Und das, was jetzt hier stattfindet, ist also eine alternative Zeitlinie. In der sieht Arik die Dinge ein bisschen anders, verbündet sich mit den Rauatarianern. Und da gab es ja eine Andeutung von... Wie heißt er denn? Hasanui Karu, da hinten versteckt die sich. Oder er sich. Das ist sie, glaube ich. Dass es noch eine Queste gäbe, aber sie rückt mit der Sprache erst raus, wenn man sich mit den Rauatarianern verbündet. Mal sehen, was sie will. So, Rauatai braucht eine Auszeit von den Stürmen und das Todesfeuer braucht Ordnung. Und ich brauche deine Hilfe dringender, als ich es zugeben mag. Sie beißt fest auf das Mundstück ihrer Pfeife. Bist du bereit, ein für alle Mal meiner Streitmacht beizutreten? Ich stehe dir bei, komme, was wolle. Und dann... Quest, das letzte Manöver, sprich mit Hasanui Karu, habe ich gemacht. Dann Schlangenkrone Palast infiltrieren. Hasanui Karu nickt. Dann musst du Königin Onikasa die zweite töten. Na super. Und er, Moment mal, welche Königin war das? Mit weit geöffneten Augen fuchtelt Xoti mit ihren Händen in der Luft herum. Ein offensichtliches Zeichen von Stress. Und Alot, bist du diejenige, die über das Schicksal von Nationen entscheidet, Karu, und die Leben und Tode, die von ihnen gefordert werden. Das hört sich verstörend vertraut an. Alot schüttelt den Kopf in Richtung Hasanui. Das findet Eder gut. Und Karu. Ich bitte nicht leichtfertig darum, aber während die Königin Hof hält, kommen Piraten und valianische Profitjäger immer näher. Und meine Landsleute in Rauatai müssen zusehen, wie ihre Häuser und ihre Ernten von Stürmen davongespült werden. Klammer auf, was nicht Schuld der Huana ist, Klammer zu. Ich weiß, das ist nicht deine bevorzugte Art, die Dinge zu erledigen. Aber am Ende geht es um die Entscheidung zwischen dem fortgesetzten Niedergang des Todesfeuers oder seiner schlagartigen Transformation. Dies ist der einzige Weg, um eine stabile Zukunft für Rauatai oder das Todesfeuer zu erschaffen. Und ich brauche deine Hilfe, um sie Wirklichkeit werden zu lassen. Sie ist so starr und steif wie ihre hölzerne Hand. Was genau ist dein Plan? Auf mein Signal hin werden die Kanonen der Messing-Zitadelle feuern und unsere Schiffe werden den Ankerplatz der Königin bombardieren. Das sollte die Aufmerksamkeit lange genug vom Palast ablenken, damit du eindringen kannst. Ihre Schultern entspannen sich und in ihren Augen zeigt sich ein entschlossener Glanz. Und wie ich die Königin kenne, wird sie auf dem Dach des Palastes abwarten, bis die Gefahr vorbei ist. Sie nickt sich selbst zu, bevor sie sich dich wieder ansieht. Okay, das ist ja jetzt... nicht Rollen gespielt, was ich jetzt mache, deswegen alles klar. So, keine Zeit verlieren. Okay, und dann geht's los. Triff mich draußen am Hafen, wenn du fertig bist. Jo. So. Also. Journal. Letzte Manöver. Die Wachen in Schlangenkrone sind in höchster Alarmbereitschaft. Jo. Kann schon sein. Und dann machen wir das mal. Das sind Saftsäcke, die Rauatarianer, oder? Wie gut, dass ich mich nicht mit denen verbündet habe. Also dann. Für Rauatai. Rum. Du hast eine Nachricht für Palegina erhalten. Das ist mir egal, die zickt halt jetzt rum, dass man sich mit den Rauatarianern verbündet hat, anstatt mit den Weilianern, aber das ist ja alles nur Nebengeplänkel. Das will ich ja alles gar nicht haben. Wir erledigen das nur kurz um bis zur Kahanga Palast. Da kann man erstmal auch nicht reingehen, was logisch ist. Ich muss mir den Weg durch Schlangenkrone freikämpfen. Das wird aber irgendwie relativ leicht zu machen sein, denke ich mal. So, Milady. Angreifen. So, jetzt
Jetzt was? Du mach mal bitte einen Segen. Dahin. Ederchen nach vorn. Du nach vorn. Dringi schießt schon mal auf irgendeinen, der gleich zaubert. Nehme ich zum Beispiel auf den da. Und gleich nochmal. So, den Segen hätten wir. Dann machen wir mal noch eine Andacht. Ihr kloppt euch da. Beziehungsweise du kannst ja eigentlich schon mal anfangen, das hier zu machen. Ist irgendeine Wache der Königin dazwischen. So, der Sturmschleicher ist schon mal weg. Es ist hier einer dazwischen, das ist nervig. Schieß mal auf. Sturmschleicher, Alters da. Warte, der zaubert genauso. So, ich bräuchte einen Nahkämpfer hier hinten. Ich hoffe, Arik hüpft gleich zurück. Mach du mal irgendwas, was die Leute aufregt. Erschütternde Fluggeschosse. Mach das auf die Königin. So, Xodi macht ihr Ding. Dringil hat geschossen. Au, oh, Alert wird umgeschmissen. Dringil hat geschossen, fürwahr. Ach, das da hinten sein Gegner ist auch schon wieder weg. Da, Attacke. Wo ist denn Arik? Du kannst dein Windgeflüster nochmal machen. Bitte jetzt. Ederchen, Bärchen. Dahin bitte. Xoti. Mach mal den. Ach, Xoti ist umgerissen worden, nicht Alot. Weiter auf die Königin, Alot. Dringil. Schuss auf die Königin, die muss weg. Arik ist gleich unterwegs, das hier ist deiner Idee. Xoti hat nichts zu tun. Was können wir denn machen? Irgendwas Fieses. Entfernung nutzt nichts bei denen. Riemergans Ruf. Nee, das ist auch nur so ein schwarzes Loch. Mach das irgendwie auf, Dringil. Irgendwelche Buffs. Der König ist auch schon weg, oder wie? Das war Arik, glaube ich. Der hat sie gekillt. Der ist da hingehüpft, richtig? Ja, genau. Die Königin ist nicht mehr. Attacke. Die Mietzekatzen können auch nichts. Tangaloa ist weg. Kohopa ist gleich dran. Und der letzte Bogenschütze. Na? Danke. So, jetzt ist die Frage, wo ich hin muss oder ob es die Errungenschaft jetzt schon gibt. Vermutlich gibt es sie erst, wenn man mit Casa Nui redet. Haben die irgendwas Interessantes dabei? Nö, ja nicht. Plunder. Das hier war vielleicht die Königin. Die hat aber auf den ersten Blick nichts dabei, was man irgendwie unbedingt haben müsste. Ach doch, da war ein einzigartiger Kopfputz dabei. Die Schlangenkrone. Ach so. Die Schlangenkrone ist ein Dings. Eine Kopfbedeckung. Intellekt und Wahrnehmer gibt es. Das ist schick. Ja. Lese ich mir jetzt nicht durch. Geht mal runter. Azura nähert sich. Er navigiert an den zuckenden Körpern und Blutlachen vorbei. Sein Gesichtsausdruck ist nicht leicht durchschaubar, bis er dir in die Augen sieht. Eine einzige Schande, diese schreckliche Verschwendung von Leben. Doch dieser Kampf hier wird längere und blutigere Kämpfe in der Zukunft verhindern. Ich hoffe, du findest darin genauso viel Trost wie ich. Er schielt zu dir herüber, du kannst ein mitfühlendes Stirnrunzeln erkennen.
Unsere Soldaten haben die Kontrolle über den Bezirk erlangt und werden dasselbe mit dem Rest Neketagas tun. Der Prinz ist geflohen, aber es gibt nur wenig, was er noch tun kann. Die Königin ist tot und das Machtzentrum des Todesfeuers gehört uns. Er spricht, als würde er einfach nur die Fakten darlegen. Du kannst keine Freude über diesen Triumph in seiner Stimme erkennen. So. Jetzt gehe ich hier mal irgendwie das durch, einfach nur, damit das möglichst schnell vorbei ist, der Dialog. Dann bekomme ich in die Errungenschaft. Wahrscheinlich erst, wenn die Queste vorbei ist. Und die Queste ist wann vorbei? Wenn ich mit Hasanui geredet habe. Am Hafen der Messingzitadelle. Okay, kriege ich hin. Was für eine... Also das sind echt Schweine, diese Rauhatarianer, oder? Kommen hier als angebliche Freunde und Partner und Entwicklungshelfer oder sonst irgendwas ins Land und besetzen dann alles und ermorden die Königin. Das ist ja nicht zu fassen. So, ich möchte gerne in die Messingzitadelle, also draußen dran, nicht irgendwie sonst wohin. Hasanui Karu, unfassbar. Du hast es geschafft, Bruder Arek, du hast es wirklich geschafft. Ihre Pfeife zwischen ihren angelaufenen Zähnen eingeklemmt, grinst Hasanui Karu kämpferisch. Aha. Sie fängt mit einem Klopfen auf deinem Rücken an, aber zerrt dich in eine Umarmung, die deine Knochen brechen könnte. Moschusartige Gerüche von Schießpulver und Weißblatt steigen von ihr auf. Du hast Rawatai eine Zugriff gegeben. Dank dir müssen wir sie nur ergreifen. Immer noch grinsend ballt sie ihre linke Hand zu einer Faust. Die anderen Soldaten tun ihr Möglichstes, um stramm zu stehen, aber da sie zugleich nervös und aufgeregt sind, können sie einfach nicht anders, als sich untereinander anzusehen und zu tuscheln. So, jetzt gehe ich ja mal irgendwie kurz das alles durch. Du hast Rawatai geholfen, im Todesfeuer Fuß zu fassen, und ich habe dir einen Weg nach Okaisa versprochen. Sie hält ihre Holzhand über das leere Wasser. Warten. Unsere Ingenieure in Sayuka haben ein einzigartiges Gefährt entwickelt, das uns die Kontrolle über die Meere verleihen wird. Und dir die Mittel, um Ukai zu erreichen. Ich gebe dir die Klinge von Takoba. Das Wasser unter dir trübt sich und ein dunkler Umriss erhebt sich langsam. Das ist groß! Die haben ein U-Boot gebaut. Unglaublich. Dank der Hingabe unserer Ingenieure und Iveras Magie kann sich die Klinge von Takoba unter Wasser fortbewegen. Die Stürme von Ondras Mörser werden dich nicht aufhalten. Sie werden dich nicht einmal berühren. Okay, gut, den Achseln zucken. Und dann Dialog beenden. Und da ist die Errungenschaft, jawohl. Sehr schön. Feindliche Übernahme, genau. Und wenn ich jetzt mal wieder irgendwann spielen darf, erfolgreich hat eine vierte, um sie mein eigen zu nennen. Ah, ach, das wäre auch noch. Ach so. Ach, dieses U-Boot ist... Moment mal. Das habe ich nicht gewusst. Man braucht das U-Boot, um dieses Flotte-Dings dort zu kriegen. Aha, interessant. Ein Unterseeboot. Ich weiß es nicht. Das hat Stil. Aber das ist mir trotzdem nicht wert, sich oder mich mit den Rawatarianern zu verbünden. Auch nicht im Nachhinein. Gut, also, dann hätte ich jetzt diese beiden Errungenschaften mir geholt. Und als nächstes fehlt noch die Errungenschaft, sich mit den Piraten zu verbünden. Dazu lade ich jetzt mal einen Speicherstand. Und dann weiß ich ja, man muss mit Furante reden und dann mit Aelys heißt sie. Und dann muss man sich mit einem von beiden verbünden und den anderen umhauen und... Ich bin mir nicht sicher, wenn ich umhauen möchte. Ich glaube, ich habe Aelys um, die hat genervt. Genau, also gleich geht es dann weiter in Todesfeuer vor Todeslicht. Todeslicht heißt es richtig. Und da gleich in einem Clinch mit Aelys. Und da sind die Helden, waren zuerst bei Furante, der hatte ja den Stab über Kapitän Aelys gebrochen. Dann sind die Helden nach Todeslicht gesegelt und jetzt habe ich jetzt zum ersten Mal im Gespräch mit Aelys die Option, sie anzugreifen und dann zack. Bumm. Ja. So einfach geht das. Da, Attacke. Dann hier bitte mal ein Segen. Das Bärchen, Ederchen steht falsch und müsste mal irgendwie da so hin.
Und greift sich mal den da. Und du machst mal gleich mal den. Die kommen sowieso gleich angerannt. Und Ringier schießt auf irgendwen. Da. Na, no. Oh, die ist ja schon tot. Es geht ja schnell. Arik, wo bist du? Da unten, ne? Bist du richtig? Mache ich den Budenzauber nochmal. Hier. Ederchenbärchen. Der braucht Zuwendung. Unser Bild nicht von Alot. Der kann aber mal. Mach mal den Frostrechen. Das lohnt sich gar nicht so richtig. Vielleicht ja so. Dringier, schieß mal hier irgendwo hin. Ederchen, das ist deiner. Dringilein, hilfst du wohl? Heilung. Arik, habe ich denn nicht gesagt, du sollst hier dein Ding machen? Pum, 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 alle tot. So, Eldis, wie war das jetzt mit diesem komischen Schiff da? Die Seele der Kapitänin schimmert entlang der Länge ihres Körpers. Sie strudelt turbulent wie das Meerwasser. Danach greifen. Die Seele gleitet vor deiner Hand davon, so schwer fassbar wie Wasser. Aber sie kann dir nicht ewig ausweichen. Schon bald tauchst du in die heulenden, donnernden Erinnerungen ein. Unbeschreibliche Momente blitzen hell wie Wetterleuchten in deinem Verstand auf und verschwinden ebenso schnell wieder. Überfälle, die du kommandiert hast, Gräber, die du geplündert hast, vergoldete Reichtümer und verstaubte Bücher, die du Eoras Herz entrissen hast. Die Frustration steigt und verschwindet dann. Endlich ist der Schatz gefunden, den du wochenlang gesucht hast. Die Chroniken von Lucia. Du verschlingst sie von Anfang bis Ende und suchst begierig nach der Information, die du brauchst. Lucia hat einen unsterblichen Eid geschworen, den Engoliero do Espiers zu schützen, den königlichen Panzerbrecher der Darkosi, den Usayer der Beretianer später von ihr gestohlen hat. Das Ritual hat Lucia als Seele mit dem Schwert verbunden. Das Schwert lockt die Paladin an, wie eine brennende Flamme in der Dunkelheit. Aber sein Feuer zündet nur, wenn es mit einem antiken Darkosi-Eid aus seiner Scheide gezogen wurde. Wenn man den Panzerbrecher in der Hand hält und den folgenden Eid aufsagt, wird seine Macht entfesselt. Zweifellos ruft das Lucia und ihren fliegenden Tanker an einer von dir gewählten Stelle auf dem Meer herbei. Und dann halt irgendwie dieser Eid. Du grinst triumphierend, die Welt wackelt unter deinen Füßen. Das heißt übrigens dann, ich schwöre den Darkosi-Palast sowie seine rechtmäßigen Herrscher, die Kinder der Aurelia Darkosi zu beschützen. Ich schwöre ihnen meine Liebe und mein Leben, sonst möge mich Makrans Feuer verbrennen. Ich schwöre den Darkosi-Palast sowie seine rechtmäßigen Herrscher, die Kinder von Aurelia Darkosi zu beschützen. Ich schwöre ihnen meine Liebe und mein Leben, sonst möge mich Makrans Feuer verbrennen. Gut. Zurückziehen. Jetzt geht's wieder zurück zu Verante nach Freudenfeuer Leuchtturm. Das überspringe ich mal bis dahin. Hast du dich bei Todeslicht mit Eldis getroffen? Und doch, wie wichtiger, atmet sie noch. Du weißt, was ich mir erhoffe. Eldis verrottet und ich habe die Informationen, die du brauchst. Ja, genau das hatte ich mir erhofft. Er leckt sich die Lippen und wischt ein blutrünstiges Grinsen weg. Mit der Beseitigung der Verräterin haben wir diese bedauerliche Affäre aus der Welt geschaffen. Jetzt können wir uns wieder um das Wesentliche kümmern. So. Welche Wege hat Eldis gelernt, um mit Rivan Scaleone auf Seehaber zu rufen? So. Die Worte des Schwertes ist alles. Und dann gehe ich hier mal schneller durch. Denn eigentlich will ich das ja nicht ausspielen hier. So, was müssen wir jetzt machen? Später der Kursis-Schwur mit irgendwie auf See. Okay, aha. Also auf See soll ich jetzt dieses Ding herbeirufen. Den fliegenden Holländer. Also dann, auf See, über das Meer. Ich frage mich aber, wie ich das machen soll. So, ich habe es rausgefunden. Es ist doch nicht so schwierig, aber ich muss es doch recherchieren. Ich bin alleine nicht drauf gekommen. Ja,
Man muss hier einfach rechts draufklicken auf das Quest-Item und dann hat man dann, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, hier den Button Leiste den Schwur. Au, wow, Mutter Scharfelsen, du warst gerade sehr in Gefahr, weißt du das? Und dann kommt nämlich, wenn man das macht, irgendwann. Weißer Nebel, kalt wie ein Grab, steigt von der See hoch und hüllt die Supergewehrligen ein. Ihr vernehmt das Geräusch einer sich nähernden Galeone. Und da kommt sie und kommt sie. Ich gehe das mal schnell durch. Na ihr? Eine Gruppe wütender Untoter stürmt auf ein Schiff zu, aber dann bleiben sie abrupt stehen und treten zur Seite, um ihrem Kapitän Platz zu machen. Mit festen, schweren Schritten kommt Rivan auf dich zu. Sie hält kurz inne und starrt dich mit feurigen Augen an, die dich gerade so durchstechen. So, und dann. Lucia Rivan, ich übernehme hiermit den Befehl über dein Schiff. So. Wie wäre es mit einem Tausch, das Schwert gegen dein Schiff? Ich wandle nicht in das Schwert. Ein Darkosi-Paladin, die namens Vorante, braucht dein Schiff für Flüchtlinge aus Altvailia. Wenn er ein Darkosi-Paladin ist, sollte dieser Vorante bei mir bei meiner Pflicht helfen. Und das Ach, jetzt mach doch mal irgendwas. Hier. Ich gebe dir von Ferros, aber du gibst mir das Schwert und das Schiff geben. Ja, komm hier, komm, komm, komm. Egal, ich will einfach nur das Schiff haben. Errungenschaften. So, weiter, weiter. Habe ich das jetzt? Wir haben jetzt die Schiffe getauscht, nehme ich an. Sie hat die super Gewirling und ich habe dieses Ding. Deswegen ist meine Mannschaft auch darüber ge laufen. Genau, so. Jetzt damit nach Stauholz zurückkehren. Ich war gerade sonst wohin gesegelt. Mach mal euer Ding hier. Und dieses Schiff stößt einen Nebel aus. Wow. Krass. Damit könnten wir mal in den Hafen von Neketaka einlaufen. Oder ins zersplitterte Riff. Wenn jetzt dieser komische, wie heißt der, Menzo Baranza noch leben würde, das Menzago hieß er. Dann müsste das seltsame Story-Verwicklungen geben, wenn man mit dem Schiff da ins zersplitterte Riff reinfährt. Aber leider ist es wahrscheinlich so nicht gebaut. Zumindest gibt es für diese wirre Konstellation keine eigene Errungenschaft, was schade ist. So, kommt. Macht hin. Ich möchte nach Stauholz nicht irgendwie zwischendrin anhalten. Mach dein Ding. Ich war oben zum Ofekia-Kanal gesegelt, weil ich dachte, dass man das da machen muss, aber das ist nicht der Fall. Das hätte man genauso gut vor den Toren und vor den Hafenmauern und Kaimauern Stauholzens machen können. So. Furante nehme ich an. So, Dialog beenden. Mit den Prinzipi in Andras Mörser segeln. Und wann kommt jetzt endlich mal die Errungenschaft, dass ich das gemacht habe mit den Prinzipi? Der aufkommende Sturm abgeschlossen? Ja, weiß ich. Die fruchtbare Allianz ist abgeschlossen. Ja, alles richtig. Letzte Manöver. Das Spiel macht's spannend. Sabotage der Messingzitadelle. Und das war's. Na toll. Wann bekommt man denn hier die Errungenschaft? Das ist sehr unbefriedigend. So, Tagebuch.
Notizen, Tutorials. Irgendwo sieht man doch auch, was man für Segen hat. Ich weiß auch nicht mal, wo das gewesen sein soll. Ich habe die von Ferus, ja. Und die Queste sagt, Tanz mit dem Tod. Gut, die Quest ist noch nicht zu Ende. Aha. Ja, dann muss ich da wohl zu Ondras Mörser segeln. Also da segle ich da mal wieder hin. So, hier sind wir. Weitergehen. Weiter, 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 weiter. In den Sturm segeln. Wir machen mal hier alles ganz ruckzuck. Und durch. Aha, da kommt die Errungenschaft. Man muss wirklich mit diesem Geisterding durch diesen Sturm segeln. Und da sind die Wächter. Wir machen gleich Stunk. Attacke! So, Freunde. Wie ist das eine Idee da hinten? Das geht nicht. Bitte einmal Entfernung auf alle beide hier. Xoti, mach dein Ding. Zähl auf dich. Danke. Es ist gemein. Gebe ich zu. Und der Schrotthaufen hier, der will nicht mit mir kämpfen. Na gut. Ja, das waren jetzt die Errungenschaften und dann gibt es noch ein paar andere, die sind relativ leicht zu machen, glaube ich. Was fehlt mir noch? Also, Goldgier und Gedärme habe ich gemacht, Feindübernahme habe ich gemacht, dann gibt es noch Anwerber, alle Helfer wurden angeworben. Das kann ich nicht machen, weil dazu gehört unter anderem die Lady, die in Arkemyrs Laden arbeitet und ich habe ihre Queste nicht so gemacht, dass ich sie anwerben kann, aber ich glaube, dass man in einem der DLCs noch einen neuen Kameraden bekommt und man muss gar nicht alle anwerben, man muss eine gewisse Anzahl von Leuten anwerben und es kann sein, dass ich diese Queste oder diese Errungenschaft noch bekomme, wenn ich die DLCs spiele. So, und dann gibt es die Errungenschaft Brücken abbrechen. Verschaffe dir die maximal negative Reputation mit einem Gefährten. Das wäre die Reputation minus 2. Die habe ich nicht. Ich bin bei allen mindestens auf 0. Da müsste man das Spiel neu anfangen und dann irgendwas machen, das jemand ganz fürchterlich findet. Das kann ich jetzt aber so ohne weiteres so schnell nicht machen. Das geht nicht. Was kann ich noch machen? Eine Flotte ist mein eigen zu nennen. Habe ich gemacht. Vollzählige Mannschaft. Weise jedem Platz auf einem einzigen Schiff ein Mannschaftsmitglied zu. Moment. Gehen wir das hin. Geht mal alle. Ah ja. Okay, jetzt kommen sie schon. Warum auch immer die jetzt kommt. Ja, Punkt. Die hätte eigentlich schon längst mal angetriggert werden müssen. Ich glaube, das war ein Bug, dass die nicht gekommen ist bisher. Also weise jeden Platz auf einem einzigen Schiff ein Mannschaftsmitglied zu. Das heißt ja, dass es hier keinen Platz geben darf, wo keiner da ist. Das ist aber schon längstens der Fall gewesen. Egal. Alchemist. Brauche 5 Zaubertränke. Kriege ich das hin? Das kriege ich hin. Das geht unter... Was ist das hier eigentlich? Ach so. Ah, cool. Das muss ich auch gar nicht. Das ist auch schön, oder? Wie er die Waffen zieht. Handwerk. Genau. So, was soll ich machen? Ich soll 5 Zaubertränke brauen. Machen wir doch mal Tränke. 5 verschiedene wahrscheinlich. Anfertigen. 1, 2, 3, 4, da ist es. Da ist es. Segnungen. Wo sieht man denn diese Segnungen? Weiß ich nicht. Egal, weiter. Schreiber, erschaffe 3 Schriftrollen und Zaubersprüche. Wie viel? 3. Okay, 3. Kriege ich auch hin. 1, 2, da ist sie schon. Überlebe einen Angriff einer meuternden Mannschaft. Da müsste ich jetzt lange... Das geht jetzt natürlich nicht, weil ich nicht mal aufs Schiff zurückkomme. Aber ich könnte mal eben nochmal ein Safe-Game laden und dann so lange mit der Mannschaft durch die Gegend fahren,
und sie hungern lassen, bis die Moral auf Null ist und die Mannschaft anfängt zu meutern. Das mache ich mal noch gerade. Du befindest dich in einer Kajüte, als du auf etwas aufmerksam wirst. Du trägst die Einzelheiten deiner letzten Reise ins Logbuch ein. Als du den Federkiel anhebst, wirst du mit einer nahezu vollständigen Stille für deine Mühe belohnt. Du lauschst, aber da sind nur das Knistern des Kerzenlichts, das Ächzen des Holzes und das sanfte Sprühen des Meerwassers gegen dein Fenster. Sonst nichts. Deine Schritte hallen an den Wänden deiner Kajüte wieder, als würdest du durch ein verlassenes Kloster wandern. Du trittst hinaus auf Deck und siehst dich der Mannschaft gegenüber, die dich mit verschränkten Armen finster anstarrt. Die Waffen bereit. In ihrer Mitte steht Emaini. Ich glaube, wir wissen beide, warum wir hier sind, Kapitän. Emaini verzieht das Gesicht. Baltia nickt. Beim letzten Mal haben wir die Dinge etwas schleifen lassen, aber es kommt für jeden Gestandenen der Augenblick, in dem er seine Fehler wieder gut machen muss. Die Kleidung der Matrosen flattert im Wind, wie Flaggen an einem Fahnenmast und entblößt ausgemergelte Gestalten. Leere Gesichter starren dich an, die Stirn über den tiefen Augenhöhlen gerunzelt. Emaini hustet und beginnt dann zu sprechen. Du trittst sie heraus, mit Krümeln auf deiner Jacke und mit Geruch von Gewürzen in deinem Atem. Baltia beendet den Satz, während wir seit Tagen nichts mehr zu essen hatten. Hör nur, wie unsere Mägen knurren, kopfschüttelnd runzelt kleine Leuka die Stirn. Ihr streitet euch über halb verdorbene Krümel und jagt Bilgenratten, als ob es Gold wäre. Die Mannschaft ist verdammt unzufrieden. Emainis Worte klingen ruhig und gelassen, als ob sie lediglich die Feststellung eines Problems wären. Wie das passieren konnte? Durch mangelnde Planung. Und wer ist zuständig für die Planung? Der Kapitän, brüllen die Meuterer. Emaini wendet sich an die Menge. Er dreht sich um und breitet die Arme aus. Nun, wenn das der Fall ist, dann haben wir offensichtlich keinen Kapitän. Aber ohne Kapitän können wir nicht segeln, richtig? Was glaubt ihr wohl? Wer sollte auf diesem Schiff Kapitän sein? Du. Seht euch bloß vor, warnt Landret die Meuterer in grimmigem Ton. Mit dir hat überhaupt niemand geredet, blafft Emaini. Es wird schon sehr bald der Augenblick kommen, Landret, in dem du den Lohn der Treue berechnen musst. Landret runzelt die Stirn und schaut nach einem kurzen Blickwechsel mit dir beiseite. Mit einem listigen Grinsen streckt Emaini die Hand aus. Es besteht keine Notwendigkeit, das blutig enden zu lassen, Bruder Arek. So, also einfach die Besatzung hungern und dursten lassen und ewig und drei Tage durch die Welt segeln. Und selbst wenn die Moral auf 1 ist, was das Minimum zu sein scheint, zumindest bei mir war es das Minimum, selbst dann dauert es bestimmt noch so 10 bis 14 Ingame-Tage, bevor dieses Ereignis hier angetriggert wird, in meinem Fall. Angreifen, in Ordnung, regeln wir das. Ich nehme an, dass ich hier angreifen muss, weil die Errungenschaft ja sagt, überlebe einen Angriff, also muss man angreifen. So. Jetzt kann ich einige meiner eigenen Mannschaft hier vermöbeln. Das sollte kein großes Problem darstellen für den Helden von Welt. Das ist übrigens das schöne Geisterschiff. Geil, oder? So. Emaini. Das ist ja gar kein Kopf. Arek, mach gleich mal hier dein Ding. Damit Emaini. Ist schon jemand tot? Nö. Sind eigentlich alle gegen mich oder ist Captain irgendjemand auf meiner Seite? Irgendein Unverbesserlicher. Au. Trinkilei, was machen die denn mit dir? Warum denn ausgerechnet mit dir? Du bist so ein netter Schurke. Geh mal weg. Mach du mal den da. Wir können ja richtig was, die Kollegen. Mach mal wieder hier den Rundflug. Wo bist du? Da bist du. Mach das mal dort. Schildschwester Dahlia ist schon mal weg. Ey, Därchen, Bärchen. Häng du mal irgendwo hin, wo es weh tut. Dahin zum Beispiel. Und Alot. Mach mal auf den da irgendwas. So. Arik, bist du wieder fertig? Trinke, du kannst was machen. Bist in Sicherheit. Da. Jetzt bist du da hinten. Verprügel deine eigene Mannschaft. Attacke. Okay. Ist gut. Der nutzlose Dummkopf ist auch dabei.
Na sowas. Bier hebe ich mir zum Schluss auf, wobei du kannst ja schon mal hier kräftig drauf schießen. 98 und 10 ist das fies. Alle greifen Bertha an. Das war Bertha. Ihr Arm ist im Auseinanderplatzen sehr stark geschrumpft. Oh, was ist hier los? Xoti hat irgendeinen komischen Effekt. Dominieren. Ach, war hier der Großmaul etwa noch aktiv? Wir müssen kurz abwarten, bis Xoti sich wieder gefangen hat. Xoti, Liebes, ist doch alles gut. So. Jetzt kann man die eigene Mannschaft plündern. Jetzt sind sie alle weg. Alle sind sie weg. Kann man auch hier unter Deck gehen? Nee, man kann hier auf dem Schiff gar nicht unter Deck gehen. So, wenn ich jetzt wieder hier hochlaufe, dann müsste ich doch eigentlich die Errungenschaft kriegen, oder? Ich habe einen Angriff, eine Meuterei meiner eigenen Mannschaft überlebt. Jawohl, berüchtigter Kapitän. So einfach geht das. Gut. Damit habe ich alle Errungenschaften gemacht, die ich jetzt noch relativ leicht mir holen konnte. Ein paar weitere gibt es ja noch durch die DLCs. Und ja, mit denen geht es dann weiter ab der Playlist, in der ich mich mit den DLCs beschäftige. Also, bis dahin!